Ja. Du bist ja Robin, ne? Ja. Robin, weißt du, was wir heute machen? Nö. Ist es dir egal, was wir machen? Ja. Weißt du, in welchem Land wir wohnen? In Deutschland. In Deutschland. Und weißt du, wer die Bundeskanzlerin ist? Merkel. Könntest du dir vorstellen, dass irgendwann mal ein Mann Bundeskanzler in Deutschland wird? Nee, ne? Glaubst du, das Leben wäre besser oder schlechter, wenn ein Mann Bundeskanzler wäre? Schlechter. Was verdient denn der Durchschnittsmensch in Deutschland? Wie viel Geld im Monat? Wisst ihr das? 150 Euro. 150 Euro? Ist viel Geld? Ja, ist viel. Ist schon mal viel. Willst du sagen, Geld regiert die Welt? Alles dreht sich um Geld? Nee? Worum dreht sich alles im Leben? Um Spielen. Warum blühen Blumen? Wegen sonst ist alles und ist alles grau. Und das sieht nicht schön aus. Was macht denn der Papa beruflich? Der arbeitet in der Arbeit. Lügen euch Mama und Papa manchmal an? Keine Ahnung. Wenn sie uns angelogen hätten, dann wüssten wir das ja gar nicht. Wie würdest du sagen, was ist Liebe? Gibt's einen Jungen, den du ganz besonders toll findest? Nur Papa. Hast du schon mal ein Mädchen geküsst? Ja. Eins, aber nur. Auf den Mund oder auf die Wange? Mund. Auf den Mund? Ja. Und wie war's? Normal. Wollte sie, dass du dann ihr Freund bist? Ja. Wollte die mit dir gehen? Wie gehen? Wohin? Wie findest du denn den Kita-Streik? Nicht so gut. Warum? Weil es so laut ist und ein paar Kinder müssen dann mitkommen und dann haben die Ohrenschmerzen. Warum streiken die? Weil manche etwas machen, was sie nicht machen dürfen. Zum Beispiel etwas abrupfen. Die Erzieher rupfen etwas ab? Nein, die Kinder. Und dann waren die Erzieher sauer. Und deswegen streiken die? Ja. Also die Kita-Erzieher streiken? Mit den Kindern. Mit den Kindern, dass das Abrupfen ein für alle Mal aufhört? Ja. Findest du das richtig? Ja, also eigentlich muss man sagen, oh, okay, das war nicht so gut von mir, Entschuldigung. Was ist denn besser, Kita oder Schule? Schule. Warum? Weil man da eine Pause hat. Wusstest du, dass ich kann auch sehen, ob Kinder lügen? Und wie? Wenn Kinder lügen, dann wachsen ihre Nasen. Kennst du Pinocchio? Ja, aber der ist ja geschnitzt. Robin, hast du schon einmal in der Nase gebohrt? Nein. Doch. Hast du schon mal den Popel gegessen? Ja, schon ganz oft. Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Freestyler. Willst du Fußballkommentator werden? Ja, vielleicht. Wie reden denn Fußballkommentatoren? Ja, und der hat den Ball und der schießt so Latte und dann Tor! Tor! War gar nicht schlecht. Also, besser als Marcel Reif. Ja. Willst du mich auch irgendwas fragen? Nö. Atemlos durch die Nacht, die was Liebe für uns macht. Atemlos, du und ich. Mia, das Interview war richtig gut. Und jetzt machst du einmal so und sagst, Rock'n'Roll, ihr Affen! Okay, what? Rock'n'Roll, ihr Affen! Rock'n'Roll, ihr Affen! Hallo! 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 Hallo, Mike! Samuele, du bist bei den Piraten? Nee, du bist bei den Igeln. Bei den Igeln? Oh, wie alt bist du denn? Fünf. Wie alt bist du? Fünf. Und du bist bei den Pinguinen. Und welche Gruppe ist cooler? Pinguin-Igel. Ja. Wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen einen neuen, hammercoolen Film machen. Den Film, den wir machen müssen, der muss richtig lustig sein. Gehst du in den Kindergarten? Ja. Ja. Und gibt's da jemanden, der böse ist? Ja, Nils. Nils? Das klingt auch schon so ein Bösewicht. So, in die Teil des Films. Der hat mir schon mal die Schaufel ins Gesicht. Die Schaufel ins Gesicht gezogen? Was ist das denn für eine? Hat der jemand schon mal die Schippe weggenommen? Ja. Wer hat dir die Schippe weggenommen? Der Max. Der Max? Und wie hast du reagiert? Ich hab den Max K.O. geschlagen. In welcher Gruppe ist der denn? In der
Storchen. In der Storchengruppe? Das sind aber auch die Assis, ne? Wie heißt denn die Erzieherin, die da nicht aufgepasst hat? Svetlana. Svetlana heißt die. Wenn es einen Bösen gibt in einem Film, hat der irgendeinen Spruch, den er immer sagt? Nein, er klaut immer was Geld und noch Computer. Also Böse klauen immer Geld und Computer? Wie sieht denn so ein klassischer Bösewicht aus? Wie der Joker. Wie der Joker? Mit Narben. Den jetzt müssen wir ja casten. Wir brauchen ja jemanden, der seine Rolle dann spielt in dem Film. Wäre das jemanden, der den Nils widerspiegelt? Nee. Oh, das wird auch eine Svetlana, oder? Nee, eher in die Richtung von Heike. Das ist Heike? Kann ich diese Heike mal kennenlernen? Also die sieht wahrscheinlich, das ist Svetlana, oder? Nee. Ja, schade. Das sieht auch Heike ähnlich aus. Heike scheint ein echter Schuss zu sein, wenn ich ehrlich bin. Wie alt ist Heike? 24. Kannst du dir mal vorstellen, dass das ist mein Buddy Luke. Wir kennen uns vom Fernsehen, die Stars. Ja. Bist du mein Wingman? Ja, ich bin dein Wingman. Wie teuer ist so ein Film ungefähr, damit ich in etwa weiß, wie viel ich investieren muss? 20. 20 Euro. Mehr, ne? Ja. Mehr schon so 40, 50 Euro. Ne? Wenn's ein geiler Film ist, wo Autos fast einen Unfall gemacht haben. Wo Autos fast einen Unfall, das ist immer cool, oder? Ist das wichtig, dass in einem Film Autos fast einen Unfall haben? Ja. Schon, ne? Hast du so einen Spruch, wo alle sagen, ey, das ist typisch Mike? Ja. Was ist denn dein Spruch? So irgendwas mit Nil fährt. Wenn du eine Superkraft hättest, Robert, was für eine Superkraft hättest du? Ja, richtig. Was hättest du denn gerne? Wärst du gerne richtig stark? Oder hättest du gerne die Fähigkeit, dich zu konzentrieren? Nein. Soll der Superheld ein Junge oder ein Mädchen sein? Junge. Ein Junge. Was isst der denn am liebsten? Der isst immer Gemüse. Der macht immer Sport. Der macht immer Sport? Was denn für Sport? Der macht der so. Muss man. Ja. Und was für eine Superkraft hat der? Der hat so eine große Hand, kann der machen. Dann kann der noch so aus dem Knie, kommen dann so Käsescheiben raus. Der muss einen Helikopter haben. Der muss einen Helikopter haben? Der muss rausspringen. Aus dem Helikopter. Schön. Du sagst natürlich jetzt schon den signifikanten Satz, irgendwas mit Nils fährt. Jetzt muss der Nils braucht noch irgendeinen bösen der Satz. Der sagt irgendwas mit Nashorn. Also der Nils würde sich so in die Kamera drehen und sagen, irgendwas mit Nashorn. Ja. Und dann sagst du, irgendwas mit Nils fährt. Nashorn ist zwar stärker, aber... Also hilfst du mir jetzt einen Film zu machen? Nein. Warum denn? Weil ich das nicht will. Gibt's eine schöne Frau im Kindergarten? Meine Freundin. Du hast eine Freundin? Lea? Hast du die schon mal geküsst? Nee. Hat der Nils dich schon mal geküsst? Nee, außer einmal. Ah. Warst du dann sauer? Nö. Hast du so getan, als ob dich das überhaupt nicht interessiert? Ja. Naja, den Move kenne ich. Aber innerlich zerreißt es einen, ne? Bisschen schon. Natürlich, klar, ich kenne das. Aber das ist der Moment, wo man sich als Mann einfach fragen muss, gucke ich nur zu und bin einfach nur Beobachter, wie Nils mit meiner Lea abhaut? Oder werde ich proaktiv und kämpfe dafür, dass ich das bekomme, was ich wirklich will? Also ich bin jetzt die Lea, ja. Du bist der Mike und du musst jetzt die Lea davon überzeugen, dass du der richtige Kerl für sie bist. Lea, ja? Möchtest du mein Freund sein? Ich weiß nicht, ob ich es kann. Es gibt ja noch den Nils. Lea, ja? Ich bin besser als der Nils. Weißt du wieso? Warum? Weil der mich sonst vermöbeln würde.